Moin moin meine lieben Freunde hier auf YouTube und willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Moonlighter für die Switch. Heute widmen wir uns mal ganz den Shop und dem An- und Verkauf und eventuell auch ein bisschen dem Farmen. Wie ihr sehen könnt, sieht der Shop von außen immer gleich aus, aber von innen hat sich einiges getan. Gucken wir nochmal rein. Wow, wir haben jetzt ein paar mehr Vitrinen, wie man sieht da oben, und ein paar Verkaufsflächen mehr. Und das Ganze habe ich auch ein bisschen optimiert, damit wir noch mehr Kohle reinjagen. Dieses kleine Wundermädel hier. Hi Will! Wenn du eine Pause brauchst, kann ich deine Gegenstände verkaufen. Ich halte 30% des Gewinns und du kannst Dungeons besuchen. Könnte man machen. 30% ist allerdings sehr viel. Deswegen mache ich es nicht. Kann man machen, wenn man es mal Lust hat und dann verkauft sie, während man im Dungeon ist. Man spart natürlich Zeit und auch Tage, die auch wichtig sind, wenn man Aufträge annimmt. Aber auf jeden Fall ist sie hier und läuft rum und schnappt auch ab und zu mal einen Dieb, wenn es sein muss. So, wie man sieht, ist unsere Vitrine größer geworden. Hier ist die Verkaufsfläche bei dem grünen Tuch und bei dem weißen Tuch ist sozusagen die Auftragsfläche. Das heißt, hier stehen Leute an und wollen mir Aufträge geben. Wie zum Beispiel, besorgt mir 5x grüne Erde oder sowas. Hat man meistens 3-4 Tage Zeit für, schafft man es nicht. Verliert man eigentlich auch nichts. Schafft man es, kriegt man einen satten Bonus. So, unsere Flächen kann man sehen. Ich habe schon einiges besorgt, was ich noch brauche. Was ich verkaufen kann. Die packen wir gleich drauf. Die Vitrinen sind sozusagen diebstahlsicher. Das kann nicht geklaut werden. Jetzt sollte man die wertvollsten Sachen da reintun. Ich habe es jetzt nicht immer so gemacht, denn meistens bin ich ja im Laden während des Verkaufs. Und wenn ich einen Dieb sehe, dann habe ich ihn mir. Also das ist nicht so wild. Deswegen, hier rundherum kann man sehen, habe ich verschiedene Sachen platziert. Ich will euch das mal zeigen. Hier habe ich zum Beispiel diesen platziert. Dadurch bekomme ich 10% mehr Trinkgeld. Unten könnt ihr sehen, im Shop gesamt habe ich 160%. Das heißt, ich bekomme 60% mehr Trinkgeld auf dem Ganzen. Also, das ist schon ziemlich viel. Das habe ich in jeder Ecke was stehen. Habt ihr zum Beispiel oben rechts habe ich den stehen, der gibt auch nochmal 20%. Wenn ich jetzt wegnehmen würde, würde er runtergehen. Das und das. Das sind meine Tresensachen. Die brauche ich, um Kohle zu machen. Diese Pflanze hier könnte man nutzen, um nochmal Diebe wegzuhalten. Dafür habe ich aber dieses hier besorgt. Ein Lava-Blumenkasten. Und es kommt 25% weniger Diebe. Das merkt man auch schon, wenn man drin ist im Shop und verkauft und den endlich aufgehangen hat. Sind doch deutlich mehr. Wie man sieht, kann man den ganzen Laden schmücken. In jeder Ecke gibt es was. Hier ist zum Beispiel, was haben wir hier hingesetzt? Das Bild. Ah ja, genau, das gibt auch wieder mehr Trinkgeld. Das habe ich gemacht, um noch mehr Geld zu bekommen. Denn darum geht es ja in dem Spiel. Dieses Tuch hier, zum Beispiel, erhöht die Maximalanzahl der Besucher. Also vorher konnten immer 6 gleichzeitig sein. Jetzt können es 7 sein. Ich habe hier noch so ein kleines Ding. Und das erhöht die Geschwindigkeit. Das heißt, die Leute im Shop sind schneller. 20% schneller ist natürlich gut. 20% schneller bedeutet 20% schneller verkaufen und man kann mehr verkaufen in der gleichen Zeit von der Öffnungszeit. Man kann auch noch Pflanzen kaufen, die die Öffnungszeiten verlängern. Habe ich, glaube ich, eine irgendwo stehen. Ich glaube, es ist die hier. Ne, welche war denn das? Dort, genau. Der hier oben in der Ecke, das ist für die Öffnungszeiten zuständig. 10% längere Öffnungszeit ist okay. So, jetzt wollen wir mal das verkaufen. Ich habe einiges noch schon dabei aus dem letzten Run im Dungeon. Wie man sieht, die mit den Sternen, die brauche ich. Das sind meine Favoriten, die brauche ich für Rüstung oder was ich mir irgendwie was bauen möchte, kaufen möchte beim Schmied. So, weiter geht's. Gucken wir mal, hier, zack, das packen wir alles mal rein. Was wir nicht und Nietnagels verkaufen wir direkt. Brauchen wir alles ja nicht. So, diese Barren sind sehr cool. Die verkaufen wir natürlich nicht, aber wir haben davon noch ein paar. Ich habe die gar nicht sortiert, hier sehe ich gerade. Macht auch nichts. Und wir verkaufen ein bisschen Farbe. Man kann natürlich auch sagen, warum soll ich alles verkaufen? Man kann auch ein bisschen was bei sich für sich behalten. Zum Beispiel, wenn man einen Auftrag bekommt, es kommt ab und zu der Auftrag, dass man Stofffärbemittel kaufen sollte. Wenn man natürlich welche schon im Lager hat, ist natürlich optimal. Kann man direkt hingehen, wenn er reinkommt wieder und man hat es verkauft. Das wäre natürlich top. Aber mache ich irgendwie fast nie. Ich nehme auch ganz selten Aufträge an, muss ich sagen. Ich würde sie nur annehmen, wenn ich weiß, ich habe es im Lager, sonst nehme ich sie nicht an. Ich habe schon ein paar Mal versucht und irgendwie von der Zeit her klappt das meistens nicht so, wie man sich das vorstellt. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen was hingelegt. Gehen mal hier rüber. Was haben wir hier noch so, was wir wegballern können? Und diese Tafel, die auch noch weg. Geh einmal kurz ins Lager. Hinten bei mir. Da habe ich einiges drin. Das packen wir hier rein. Und jetzt suchen wir uns die Sachen raus, die keinen Stern haben. Die können wir verkaufen. Also, hier kann man ganz viele Sachen schon sehen. Hier Kristall, Biss. Oh, davon habe ich ganz viele. Das, 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 das. Jenes, jenes, das ist noch da. Man sieht, man kann schon ordentlich Kohle machen hier und wir machen jetzt auch gleich richtig Geld.
Glaubt man vielleicht gar nicht, aber das wird schon ordentlich was raushauen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Hier, noch ein bisschen Färbemittel. Also Färbemittel könnte ich natürlich jetzt auch liegen lassen und sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt Glück, es kommt bald einer. Will ich aber gar nicht. Ich will Geld machen. So, also hier packen wir in die Vitrine auch noch was rein. Schau die rein. Schon 35.000, wenn sie jemand kauft. Durch echt viel Asche. Packen wir noch einen Einzelnen rein. Hier haben wir noch ein paar Platten. Platten hatte ich auch irgendwo anders hingetan, ne? Hier drüben. Da packen wir gleich noch ein paar zu. Zack. Zack. Genau. So. Oh, warte. Warte, da waren noch ein paar Würfel. Zack. Immer schön alles reinpacken, dass es auch sich lohnt. Es lohnt sich nicht immer nur einzeln die Sachen hinzulegen, weil man eh genug hat davon. Mal, können wir das hochmachen? Also ich verkaufe mal alle auf einmal, so 4, 5 Stück. Oder wenn es noch mehr sind, noch mehr, weil alles andere ist eigentlich unnütz und dauert ja auch Zeit. Also die Leute laufen ja auch im Laden rum und es lohnt sich dann nicht für uns. So, ich glaube, wir haben alles auf volle Ladung. Oh, hier oben können wir noch ein paar reintun, sehe ich gerade. Nur 3 drin. Ich glaube, ich habe davon noch welche. Nee, habe ich nicht. Okay, ich würde sagen, wir öffnen den Laden und freuen uns auf gute Gewinne. So, immer bereit sein hier vorne an der Kasse. Ich stelle mich meistens nicht hinter den Tresen, sondern vor die Kasse. Da kann man den Verkauf auch machen. Man könnte auch jetzt hier hintergehen. Problem ist bloß, wenn dann ein Dieb unten was geklaut hat, schafft man es nicht mehr rechtzeitig zu ihm hin. Deswegen immer hier vor der Kasse stehen bleiben. Ist am besten. So, wir warten mal ab, bis die Leute kaufen. Wie man sieht, bewegen sie sich wirklich ein bisschen schneller. Und eigentlich sind meine Preise sehr gut. Ich habe die eigentlich ausbalanciert. Wenn ich sehe, dass irgendwo die... Ach komm, achso, die war als erstes. Wenn ich sehe, dass irgendwo die Leute vielleicht doch noch ein bisschen mehr, also strahlende, goldene Augen bekommen, das bedeutet, ich kann den Preis anziehen, mache ich es natürlich. Passe ich den Preis nochmal an, renne ich hin und mache das. So, bei den feinen Gesellschaften muss man sich nicht wundern. Die kaufen fast alles, was man denen vor die Nase setzt. Wenn man Glück hat und schnell doch voran kann, bevor er sich den Preis nimmt, kann man den Preis nochmal höher setzen. Mache ich aber allerdings auch nie. Denn man macht schon ganz gut Geld hier. Wenn man sieht, sind wir jetzt schon bei über 100.000 wieder. Wenn man sieht, was da noch verkauft wird. So, während die da noch suchen, packen wir schon die nächsten Sachen rein. Zack. Ne, wollen ja auch Geld machen. Das muss ja alles mehr schneller gehen. Hier oben die Vitrine ist auch noch was. Da war noch was rein. Oh, dafür haben wir noch gar keinen Preis. Zum Preis gucken, ZR drücken, kommt man ins... hier sieht man das, für die Kristallscheiben. Der niedrigste Preis wären 500. Setzen wir dann auch einfach mal auf 1000. Einfach mal zu probieren, ob wir damit hinkommen. Wenn nicht, dann nicht, ne? Oh, schnell verkaufen. Man darf die Kunden auch nicht zu lange warten lassen. Dann vergrätzt man die und sie hauen ab. Das ist mir auch schon einmal passiert. Deswegen darin mal darauf achten, dass da nicht so eine lange Warteliste ist. Warteschlange ist. Warte, hier können wir noch was hin tun. Zack, Werbemittel rein. Wir können noch was hin tun. Das auch. Perfekt. So, warten wir kurz hier. Da seht ihr, das ist schon wieder ein Dieb. Knappen wir uns, prügeln ihnen die Scheiße aus dem Leib. Und ja. Perfekt. Ich kann natürlich wieder was in die Vitrinen packen hier, aber jetzt sehe ich gerade, dass ich hier unten eigentlich genug Platz habe. So. Verkauft, guck mal. Das Geld geht hoch, gleich sind wir schon bei 300.000. Da könnten wir schon fast unseren Shop erneuern oder vergrößern. Aber ich müsste nochmal schnieben. Guck mal hier, das ist zu billig. Der Sand, den müssen wir das nächste Mal höher setzen. Machen wir dann auch. Und wir können den Sand jetzt mal hier reinwerfen. Hier haben wir einen kleinen Sand. Packe ich rein. Ist da oben rechts gelandet. 300 verkauft. Wir gucken mal rein. Ja, 300 ist gut. Aber ich würde sagen, für 400 geht er auch gut weg. So. Und nicht dran denken, dass man, oh, jetzt sind wir weiter in den Dungeons. Jetzt kann man mehr Preise verlangen. Das stimmt zwar. Aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Man soll auch den Kleinkram verkaufen, denn sonst hat man den die ganze Zeit auf Lager. Da zeige ich aber auch noch eine lustige Sache, wenn wir in Dungeon gehen, nochmal gleich. Was man da machen kann, um auch ein bisschen Kohle im Dungeon noch zu machen, weil da kann man eigentlich kein Gold verdienen. Aber man kann da was anderes machen. Guck mal, was haben wir denn da? Was ist das denn? Kaputte Batterie. Gucken wir mal runter. Fängt bei 500 an. Wir sind so 3, 4, 5 Dinger drüber. Das heißt, wir verkaufen das auch mal für 1500. Auch wenn es zu hoch ist, dann sehe ich das ja. So ist es aber spannender für uns. Oh, guck mal da oben. Das Kristallin, das ist ja unser Preis, den wir angelegt haben. Der ist zu hoch. Das macht aber nichts. Dann setzen wir den nämlich runter auf 700. So, da sehe ich gerade einen Dieb. Wir müssen den auch schnell schnappen. Bam. Du klaust mir hier nichts. Habe ich ehrenvoll verdient. Du darfst mir hier nichts wegnehmen. Toll. So. So, die Nacht bricht langsam rein. Ich hoffe, dass wir noch mehr verkauft bekommen.
Oh, eine halbe Million kriegen wir wohl zusammen. Da hinten der Sand, ja, war noch zu günstig. Könnte man noch höher setzen. Natürlich gut. Machen wir nochmal. Das nächste Mal Sand haben. Ist immer gut, die Preise nochmal nachzukontrollieren, weil es gibt ab und zu Sachen, da kriegt man es dann doch wieder billiger. Oben links können wir sehen, dass er den Kristall kaufen will. Ist ihm noch zu viel, aber nimmt's mit. Also wir sind genau an der Grenze von zu teuer und ich brauch's. Geht auch. Aber ich könnte nochmal hier anpassen, dann kriegt man den besser verkauft beim nächsten Mal. Ein bisschen enttäuscht ist er. Wo ist das? Habe ich noch was zum Verkaufen? Ja, wir haben hier noch so einen Schrott. So, aber ich glaube, gleich ist schon vorbei. Ich glaube, wir kriegen leider nicht alles verkauft. Macht ja aber nichts. Wir haben ja schon an einiges hier rausgehauen. Und wie man sieht, macht schon sehr viel Sinn. Oh, die Batterie ist sogar zu günstig gewesen, sehe ich gerade. Aber wie man sieht, macht schon Spaß. Oh, da hinten Ding ist auch zu günstig. Na gut. So, will noch jemand diese letzten Kasten da haben? Nee, der Laden ist zu. Sieht man, unten ist der Tagablauf ist verschwunden. Das heißt, der Laden schließt. Und wir können sehen, was wir verkauft haben. Insgesamt haben wir 439.000 eingenommen. Wer das im wahren Leben so wäre, Heidewitzka. So, wir haben nichts hier drin, das macht nichts. Ich habe noch drei Heilgetränke, aber der Laden ist zu, wir gehen raus. Wir sind Nachtschwärmer. Der Schmied und die Verzauberin, die beiden haben nachts auf. Die anderen beiden Läden haben leider nicht nachts auf. Habe ich eigentlich alles gekauft hier schon? Also man könnte jetzt nochmal hier in den muss ich tagsüber besuchen und kaufen. Ich habe einen kleinen Straßenhändler gekauft, von dem bekomme ich die Dekoration, den zeige ich euch bei Tag mal. Von dem bekomme ich die Dekoration im Laden. So, also diese Bandana würde ich gerne haben. Kann ich noch nicht kaufen, also ich vom Geld her schon. Hab die Materialien aber nicht. Wie man sieht, diese Rüstung hier, kann ich auch noch nicht kaufen. Hab aber diese schon. Hab aber schon mal das oben rauf gesetzt. Ich würde sagen, dass wir die Materialien hierfür wahrscheinlich erst bekommen in der nächsten Welt. Sonst wären wir ein bisschen overpowered für diese. Aber den Bogen, den könnte ich, glaube ich, kaufen. Genau, den will ich auch haben. Die 256 sind mir das wert. So, jeder muss natürlich selber für sich wissen, mit welchen Waffen er besser kann. Also, ich erkläre es mal kurz. Meine Rüstung habe ich diese hier und ich benutze die Stoffrüstung. Ich benutze sie aber auch nur aus dem einfachen Grund, weil ich damit zwar nicht so viel blocken kann und schon Schaden bekomme, aber ich bin damit schneller. Wie man sieht, habe ich plus 8 beim, also hier drüben bei denen, den ich habe, habe ich plus 8 beim Gehen. Ich habe dann hier dieses auch gekauft. Das ist die Stoffrüstung, habe ich wieder plus 8. Und bei den Schuhen das gleiche, plus 8, plus 4. Warte jetzt noch drauf, dass ich die nächsten kaufen kann. Beziehungsweise auf Schuhe, die habe ich. Die Schuhe? Welche habe ich denn jetzt? Ne, die müssen wir noch kaufen hier, die habe ich mich nicht. Ich habe, glaube ich, noch die einfachen. Diese hier. Genau. Also, die kaufen wir immer. So, wir können auch gleich schon die nächsten kaufen. Perfekt, die nehmen wir auch gleich mit. Dann haben wir nämlich schon die höheren. Man muss die ersten immer kaufen, damit man überhaupt den Preis bekommt. So, hier gehen wir raus und setzen hier unseren Fokus drauf jetzt. So. Die Rüstung haben wir auch gleich schon an, wie man sieht. Zack. Stoffbandana, Stoffrüstung 2 und Stoffrüstung 3. Stoffrüstung 2 plus. Kann ich die andere Stoffrüstung noch nicht kaufen? Gucken. Genau, mir fehlt noch dieses blöde Seil. Ja, da müssen wir noch gucken, dass wir gleich nochmal ein bisschen rumfarmen. Das machen wir auch. Ich will euch aber einmal kurz was zeigen noch. Gleich, bevor wir wieder rausgehen. Und zwar... Also, wir brauchen ein paar Getränke. Ich nehme immer nicht so viele mit. Aber ich brauche jetzt schon diese hier leider. Nur zwei mit. Zack. Dann ist aufgefüllt. So, fünf Stück. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Man könnte mehr machen, aber brauche ich nicht. So, Verzauberung. Denn ich brauche alle Taschen bei mir in diesem Rucksack. Den Rucksack kann man nicht wirklich nicht vergrößern. Und das ist sehr nervig. Wie man sieht, könnte ich jetzt hier meine Sachen verzaubern. Da würde ich mal plus 4... alles Mögliche bekommen, aber... Ah, guck mal, ich habe leider die Kohle nicht. 64.000 bräuchte ich. Machen wir beim nächsten Mal. Verzaubern wir nochmal unsere Sachen, ob wir noch mehr Schaden austeilen können. Beziehungsweise noch mehr Rüstung haben. So, wir gehen trotzdem mal kurz nach Hause. Wir haben ja keinen Auftrag angenommen, deswegen ist es egal. Huch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch was drin habe, was wir verkaufen können. Ich glaube, das nehmen wir nochmal mit. Das können wir auch mitnehmen. Das. Also man kann auch den Kleinkram hier verkaufen, denn den braucht man irgendwann nicht mehr. Man ist irgendwann so weit, dass man die kleineren Sachen wirklich nicht mehr nötig hat. Cool, den Speer nehmen wir auch mit. Perfekt, und den nehmen wir auch nochmal mit. Das sind unsere Getränke, die brauchen wir nochmal. So, gehen wir raus. Wir können das Ganze jetzt schon auf die Ladentheken und so legen. Dann sind wir das los.
Und wiederkommen wird das dann einfach direkt verkauft. So, und hier oben packen wir. Könnt ihr sehen, das sind die ganz kleinen Preise noch, ne? Ist aber nicht weiter schlimm. Oh. Denn, ja, Kleinvieh macht auch Mist, sag ich immer. Achso, ja. Wollte euch tagsüber was zeigen. Einmal die anderen beiden Läden, die wir aufgebaut haben. Wir legen uns mal hin. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass es immer so etwas größere Sprünge gibt in den einzelnen Folgen. Denn es macht keinen Sinn, euch die ganze Zeit nur beim Farmen zu schauen, wie toll das ist. Weil Farmen ist wirklich nicht so spannend. Und ich rüste mich auch nur höher jetzt die ganze Zeit aus, damit ich natürlich schneller Schaden machen kann oder höheren Schaden. Aber das erkläre ich gleich nochmal im Dungeon. So, hier kann man immer die verschiedensten Sachen kaufen. Das ist mein Shop. Und hier könnt ihr sehen, ich habe jetzt schon diese Ausführung gekauft. Das gibt noch eine größere, die können wir noch nicht kaufen, pompös. Aber diese haben wir schon, was sehr cool ist. Jetzt könnte man hier immer weitergehen und verschiedene Sachen kaufen. Ich könnte jetzt noch ein Bett kaufen für 70.000. Ich habe dieses Königebett. Sobald ich darin schlafe, bekomme ich 50 Leben dazu und ein Schutzschild. Das heißt, der erste Schaden, der mich erreicht, der wird geblockt. Hier geben die 10% mehr Trinkgeld. Hier geben sie 15%. Warten wir noch mal ab mit Kaufen. Ich habe noch hier eine normale Verkaufsbox. Da erhält man Rabatt drauf, wenn man da irgendwas reintut. Beziehungsweise die anderen erhalten Rabatt drauf. Naja. Falls man es braucht, ne? So, jetzt könnten wir hier natürlich ihn auch irgendwann kaufen. Das wäre die Bank. Die habe ich noch nicht. Aber ich zeige euch mal den anderen Händler. Das ist ein kleiner Händler, der hier unten sitzt. Da ist er. Hey, willst du eine Dekoration beeindrucken? Und hier kann man sehen, in den verschiedenen Bereichen können wir Dekorationen kaufen. Hier kann man zum Beispiel sehen, erhöht die Wartezeit. Jeder Besucher legt seiner Zahlung ein großzügiges hin. Ich glaube nochmal 10%. Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher. Kann man sich alles leisten, wenn man will. Und somit seinen Laden optimieren. Was wir auch machen könnten. Dann sind wir stinkefaul und uns fehlen noch 2-3 Gegenstände. Haben wir den guten Franzosen hier. Julian, ich hoffe, meine Preise sind nicht zu hoch für dich, ne? Okay, gucken wir rein. Wir können von ihm verschiedene Sachen kaufen, die man eventuell brauchen könnte. Man sieht, er kauft eigentlich alles, was es da in diesem Dungeon gibt. Für einen saftigen Preis, natürlich. Lohnt sich nicht, das hier zu kaufen und dann im Laden zu verkaufen. Das macht keinen Sinn. Aber wenn man mal irgendwas bauen will, geht man hier rein und sagt, oh, ich brauche noch dies. Man kann immer nur das kaufen, was man selbst schon mal entdeckt hat. Andere Sachen gehen nicht. So, aber hier habe ich schon zum Beispiel mal mir einen Teil gekauft, weil ich unbedingt eine Rüstung haben wollte. Kaufe ich das hier, zum Beispiel diese Dinger hier. Kosten super viel. Zeige euch jetzt aber, wie ihr die auch bekommen könnt, ohne, viele sogar, ohne großen Aufwand. Dafür müssen wir natürlich farmen. Aber die Flüche, die wir beim Farmen haben, die sind super. Gucken wir uns jetzt mal an. So, da will ich mir auch ein, zwei Sachen zeigen. Also wenn man den Wüstendings eröffnet, da gehen wir mal rein. Guckt immer, dass ihr genug Kohle oben habt, ein bisschen, wenn ihr in den Dungeon geht. Erstens, weil ihr auch wieder rauskommen wollt. Das könnt ihr zwar immer, irgendwie, weil dann klaut er sich aber das ganze Gold leider aus eurem Inventar. Also das, was ihr gekauft habt, schmeißt er runter in den Spiegel und ist dann weg. Für ein Apfel und Ei. Aber viel wichtiger ist, dass ihr euch den hier unten leisten könnt. Den hier. Den das Händler-Emblem. Damit ihr da mich, kommt ihr mich direkt wieder raus und startet wieder direkt da in den Dungeon, wo ihr hin wolltet. Sehr cool und sehr wichtig. So, jetzt gehen wir uns mal die ganzen Gegner angucken, die hier drin sind. Und es gibt verschiedene Arten, die immer zu erlegen. Oft ist es wichtig, immer noch die Umgebung mit einzubeziehen. Wie Felsen, Blöcke, Schluchten, alles wichtig, weil einige Gegner kommen auf euch zugerannt, andere nicht. Ich habe gelernt, wenn ich direkt reinrenne, also reingehe und ich sehe einen bestimmten Gegnertyp, renne ich drauf zu und haut gleich 2-3 Mal zu, damit er gleich tot ist. Klappt nicht immer, aber bei einigen geht's. Probieren wir mal. So. Ah, der war zu langsam. Mit da noch. Zack. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber den kann man von außen erledigen. 1, 2, 3. Zack. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen stärkere Waffe, muss ich zugeben. Ich habe jetzt diese hier. Das ist das Kommandantenschwert. Kurzschwert +++. +++ bedeutet, ich habe schon ein paar Verzauberungen draufgepackt. Und wie man sieht, teile ich auch 333 Schaden aus. Das ist natürlich sehr cool. Und gerade bei diesen Gegnern optimal. Aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt einfach von durch die Wand erledigt. Da kann er uns nichts tun, weil wir können ihn ganz leicht treffen. Geht mit einem Kurzschwert gut, mit einem höheren Schwert hat man natürlich bessere Reichweite, aber man muss sich auch immer überlegen, wenn man die anderen Waffen nutzen will, wie den Speer oder das Kurzschwert oder die Faust zum Beispiel. Die Faust ist, muss man sehr dicht dran sein, bei meiner muss man sehr weit weg sein. Ich finde, das Kurzschwert ist ein guter Kompromiss zwischen beiden. Und man hat ja immer noch den Bogen dabei. Der Bogen ist sehr cool, erstens hat man unendlich viele Pfeile und zweitens kann man den aus der Distanz machen. Man kann leider natürlich Blöcke schießen. Das geht leider nicht, aber das macht ja auch nichts. So, gehen wir nächsten. Da. Gleich immer versuchen, den ersten Gegner platt zu machen, damit er gar nicht erst anfängt zu rollen. Die kleinen Viecher sind nicht schlimm, können aber leider
sehr viel Schaden machen zwischendurch. Oh, warten wir kurz. Genau. So, als Kurzschwert hat man natürlich auch ein Schild, dieses hier. Könnt ihr sehen? Das Coole ist, das blockt eigentlich alles. Das heißt, wenn jemand auf euch schießt, es gibt ein paar Gegner, die schießen ja. Blocken, hinrennen, töten. So, was haben wir denn hier? Ja, hier sind die Flüche. Die Flüche erkläre ich euch nachher, wenn wir ordentlich Flüche gesammelt haben. Jetzt macht es nicht so viel Sinn. Okay, hier kommen wir nicht weiter, wieder mal. So, mal kurz auf die Karte gucken. Kommen wir da hinten weiter? Ja. Also man, hier kommt man ins nächste Gebiet. Das ist ein kleiner Sneak Peek zum nächsten Gebiet. Kann man reingehen. Ab und zu hat man das Pech, aber dass die Gegner sehr stark sind da. Und deswegen kommt man da nicht wieder raus und ist sofort tot. Deswegen mache ich es nicht. Ist ja auch nicht weiter wild. So, gehen wir in den nächsten rein. Ja. Ah, nicht erwischt. Jetzt kriegen wir dich. Wie man sieht, hat er mich leider trotzdem erwischt. Leider Gottes. Ich sammle erstmal alles ein und sortiere danach dann. So, zack. Ja, wenn man natürlich jetzt, habe ich natürlich auch schon gut aufgerüstet, sonst wäre es nicht so easy hier. Aber mit jeder Etage wird das schwieriger. Das heißt, selbst mein großer Schaden nützt mir in der dritten Etage zwar auch viel, also schon einiges, aber es wäre natürlich cooler, wenn... Oh. Bei dem kann man einfach warten, da schießt Lava, geht man weg. Mal wieder hin. Natürlich nicht durch die Lavarin, wie ich das gerade gemacht habe. Und sammelt ein. So, den können wir natürlich benutzen, wenn wir wollen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Noch ausgerüstet. Und oben seht ihr ja, das Orangene ist das, ist die Erholung bei meinem Leben oben. Das Orangene ist das, was ich an Erholung bekommen habe im Bett. Das sind 100. Und davor war ein grünes Schild. Ich weiß nicht, ob ihr es am Anfang gesehen habt. Habe ich jetzt gar nicht darauf aufmerksam gemacht. Aber da wäre es gewesen. So. Oh. So, sehr schön. Oh. Gut. Ah, hat er mich weggedrückt. Okay, den haben wir auch noch. Und jetzt. Oh, geil. Seile. Seile sind super. Ihr müsst die Sachen allerdings sehr schnell einsammeln, denn wenn sie erstmal in der Lava sind, sind die verloren. Nach ein paar Sekunden. So, wie man sieht, die Seile brauche ich, um eben dieses. Den neuen Bogen zu machen. So. Sortieren können wir jetzt noch nicht viel, das macht auch nichts. Flüche können wir auch nicht aufheben im Moment. Auch nicht so wild. Gut, geht jetzt mal weiter. Später werdet ihr sehen, man kann immer vergleichen hier. Dieses hier zum Beispiel ist der Fluch, dass er nur links oder rechts in der Tasche liegen darf. Hier genauso. Genauso hier bedeutet es oben oder unten in der Tasche. Die Tasche reicht bis hier oben hin. Wenn ihr sehr, sehr viel wichtige Sachen habt, oder Sachen habt, die ihr unbedingt braucht, so wie ich jetzt zum Beispiel, nehme ich die drei und setze die hier oben hoch. Und die auch. So, warum mache ich das? Aus dem einfachen Grund, denn wenn ihr jetzt sterben solltet, verliert ihr alles, was ihr in eurer Tasche habt. Aber die fünf Sachen hier oben bleiben erhalten. Das, die verliert ihr nicht. Das, was ihr also braucht, was euch wichtig ist, packt das am besten immer hier oben hin. Sortiert zwischendurch trotzdem mal. Es gibt nichts Ärgerliches, in den nächsten Raum reinzugehen und zu merken, man ist sofort tot. An Leben nehme ich immer fünf Flaschen definitiv mit. Erstens nehmen sie keinen Platz mehr hier oben links im Inventar weg, weil die hier unten sitzen. Zwar habe ich jetzt zwei hier oben drin, das war jetzt nicht so geplant, aber ihr habt eben nur diese 20 Fächer. Mehr Fächer habt ihr nicht und ihr werdet nie mehr bekommen. Ist hier irgendwas, was ihr euch nicht gebrauchen könnt? Zum Beispiel hier sagt ihr euch, oh, guck mal, dieser elisierte Staub kostet nur 300, brauche ich jetzt gar nicht. Schnappen und ins Spiegel werfen. Man kriegt nicht viel Geld dafür, aber so könnte man sich vielleicht diesen kleinen Händleranhänger leisten und doch nochmal aus dem Dungeon rauskommen. Macht ihr das nicht, nimmt sich der Anhänger das, was er sieht und nimmt sich das weg. Also... immer selber sortieren. Gut. Geht's weiter. So. Dieses grüne und rote Gelee, was ich einsammle, ist sehr praktisch, denn... ja. Denn das ist dafür da, um bei der Verzauberin die Tränke zu bekommen. So, wir gehen in die nächste Etage. Und auch bei diesem Spiel nicht immer allzu gierig sein. Hoffen, oh, den nächsten Raum nehme ich noch, nächsten Raum nehme ich noch. Abwägen, was hat man in seinem Rucksack? Ist es wertvoll? Kann man damit noch weiterkommen? Und nicht erst, also es gibt nichts Dümmeres, als irgendwo drauf zu gehen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert und ich habe mich so geärgert. Also, Alter, oh, guck mal. Das ist natürlich dumm, aber wenn wir gleich bekommen. So, bei den Truhen, es ist immer gut, nicht gleich zur Truhe hinzurennen, denn ihr wisst nicht, ob es eine Truhe ist, die auch kämpfen kann oder ob es nicht eine ist. Ich bin jetzt direkt hingerannt, war natürlich blöd, aber normalerweise sollte man es nicht machen. Dann bleibt sie nämlich so lange aus dem Kampfgeschehen raus, bis es dann irgendwann losgeht. So, warte mal. So, mein Schild kann ich fast alles blocken. Ich kann jetzt nicht so viel zeigen, weil die nicht so dicht dran sind.
immer schnell schnappen. Die schweben so ein bisschen über den Abgrund noch, die Items. Aber dann irgendwann sind sie weg. Los, gucken, was da drin ist. Okay, sehr praktische Sachen kann ich euch ja gleich schon erklären. Wir hatten das mit den Flüchen ja schon mal. Aber man muss immer benutzen, Sachen benutzen. So, also dieser zerstört einen Fluch. Jetzt muss man gucken, kann man Sachen irgendwie aufeinanderlegen? Können wir leider hier bei den Sachen jetzt nicht. Aber man kann sehen, wenn ich hier den Fluch entferne und vielleicht nochmal einen Fluch entferne, könnte ich die nachher stapeln und hätte wieder einen Platz in meiner Tasche frei. Das heißt, wir nehmen den mit, setzen den hier hin und er nimmt den Fluch von dem weg. Und beim nächsten Mal versuchen wir, diesen Fluch hier wegzubekommen. Und dann können wir die stapeln und haben wieder einen Platz in der Tasche frei. So, das kann man nicht mitnehmen. Warum kann man es nicht mitnehmen? Weil es nur rechts oder links liegen kann. Unsere Tasche ist komplett voll. Die wollen wir aber trotzdem haben, denn die Flaschen geben ganz gut Geld. Dann packen wir die hier hin. Und das andere ist dann hier reingerutscht. So, und was haben wir noch hier? Wie man sieht, haben wir hier noch Gelees. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es könnten nur... Wenn wir hier alle aufeinander packen, dann können wir nämlich die ganzen Sachen mitnehmen. Zack. So, das ist natürlich sehr viel und wir werden es wahrscheinlich gleich wieder von uns was trennen müssen. Das können wir mal schon mal wegschmeißen. Nicht so viel. So. Weiter geht's. Da kann man, wenn man bei denen schnell ist, treffen die ja nicht, aber es passiert leider auch häufiger. Ah, eingeschossen. Oh nein! Oh, haben wir Glück gehabt. Wollte ich euch gar nicht zeigen, aber wie ihr seht, sind wir direkt in ein Loch gefallen. Hab gar nicht gesehen, dass es geglitzert hat am Anfang. Aber hier ist es jetzt cool. Okay, wir haben ein paar Sachen gefunden. Aber normalerweise gibt es auch Truhen hier unten, wo man Sachen mit nach Hause schicken kann. Die haben wir jetzt nicht. Das macht ja auch nichts. So, diese Viecher sind am besten, wenn sie an der Wand stehen. Dann können sie nämlich nichts machen. So, wir gehen nach unten. Immer auf das Leben umachten. Wir haben noch 5 Flaschen. Hier brauchen wir... Können wir jetzt reingehen, aber brauchen wir jetzt nicht. Das ist immer so blöd, dass der immer so weit wegrennt, ne? So. Okay, rüber. Okay, hier. Müssen wir gucken, welche das sind. Wenn das die Feuerdinger sind, ja, okay, die sind ein bisschen blöde. So, einen Bogen wechseln und einen Bogen schießen. Das kann dauern natürlich, aber... Oh, das ist die Truhe. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt haben wir die Truhe auch noch am Arsch. Das war jetzt, so wie ich die jetzt bekämpft habe, solltet ihr das nicht machen. Das war jetzt blöd von mir. Ich habe es jetzt nur gemacht, weil ich sie schnell killen wollte. Aber normalerweise müsstet ihr einfach nur, ich zeige es bei der nächsten Truhe, müsstet ihr immer nur warten, bevor ihr raufspringt, zur Seite rollen, zurück, 2-3 Mal hauen und wieder laufen. Da, so, hier sind alles verschwunden. Aber das wollen wir mithaben. Hier, die sind nämlich sehr wichtig. Müssen wir gucken, was wir hier loswerden können, was wir nicht so brauchen. Meine Papier. Man kennt so ein bisschen die Preise, nicht super. Man kann immer raufgucken, die Preise, sieht man, 500 für bekommen. Es gibt Sachen, da kriege ich wesentlich mehr für. Dann packen wir das weg und sammeln das hier ein. Gut, wir haben jetzt ein Getränk verbraucht. Nee, haben wir gar nicht. Ich dachte, ich hätte eins verbraucht. Haben wir gar nicht. Perfekt, aber wir haben schon 20 Sachen jetzt drin. Könnten theoretisch zurückreisen. Aber ich möchte euch noch was zeigen. So. Perfekt, bleibt schön an der Wand stehen. Oh, so den holen wir auch an die Wand ran. So. Weil wenn der einen schnappt, dann verbrennt er uns erstmal ein bisschen und... Das ist einfach nervig. Oh, ein bisschen Sand runterfallen lassen. Ah, und das meine ich. Das ist so nervig. So, ihn müssen wir jetzt erstmal schaffen. Ja. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Also wir können zurück. Ich weiß gar nicht, wo der Brunnen war. Kommen wir da dran vorbei? Ich glaube, ja. Gut. Dann brauchen wir kein Item benutzen. Jetzt einen Heiltrank. Dann können wir uns hier heilen. Hier gibt's, ups. Ganz heilen, bitte. Und dann geht's zurück. So, hier müssen wir schnell sein. Sonst ist die Truhe weg. So. Wir sehen, dass sie versunken ist. Schafft man es nicht, ist die Truhe leider komplett weg. So, hier können wir ein paar Flüche aufheben, was sehr praktisch ist. Also wir müssen auf jeden Fall den einmal hier hinsetzen. Holen uns diesen Fluchheini hier. Setzen den dahin. Und der nimmt den Fluch weg. Und wir können den aufeinander stapeln. Somit haben wir einen Platz wieder frei. Und überlegen, welchen wir dann mitnehmen.
Wir nehmen mal das hier mit. Müssen natürlich hier oben hinsetzen. Warte, hier, zack. Dann können wir den... Wie können wir den hier hinsetzen? Zu dem. Bam. Da wird noch ein Platz frei. Ja, man weiß nie, was das sein kann da in diesem Fragezeichen. Deswegen muss man selbst abwägen, ob man es mitnehmen will oder nicht. Eigentlich wollte ich euch coolere Flüche zeigen, die es noch gibt. Aber irgendwie kriegen wir gerade gar keinen. So. Ein bisschen Leben, das macht aber nichts. Trink mal einen Schluck. So, ihn müssen wir noch killen kurz. Die sind eigentlich nicht so schwer, die Dinger. Also die Leute hier, die sind... So, wir können in die nächste Ebene gehen. Das machen wir jetzt auch einfach. Und wenn wir jetzt... Ah, es waren... Also... Das Problem ist, ich bin jetzt so in Fahrt gerade, dass ich einen Fehler nach dem anderen mache. Ihr hättet natürlich jetzt vor dem Tor warten können und so das Rückkehrportal nutzen können, was wir haben. Hätten wir jetzt nutzen können, hätte ich weniger bezahlt. Aber jetzt müssen wir 24.000 zahlen dafür. Ist es uns aber wert, denn wir wollen gleich wieder hier anfangen. So. 24.000 hört sich viel an, aber mit 2-3 Items sind wir wieder rein. Also von daher ist es nicht so wild. So. Gehen wir mal laden rein. Wir laden das nur ab und gehen gleich wieder zurück. Genug Leben haben wir. Und ja, eventuell entdecken wir ja nochmal den Boss. Den können wir mal reingucken. Ob wir besiegen können, weiß ich nicht. Aber man kann sich den ja auf jeden Fall mal anschauen. Das spricht auch so einiges für. Wir haben noch 5 Leben. Gehen hier rein. So, laden erstmal alles ab hier, was wir nicht brauchen. Zack. Gehen nochmal rüber. Nein, nein. So. Und holen uns das wieder mit rüber. Das nehmen wir mit. Der Rest kann hier bleiben. Das Gute ist, wenn ihr zum Schmied geht oder auch zur Verzaubererin, wir holen jetzt nochmal ein paar Getränke, 3 Stück, dann müsst ihr die ganzen Items nicht mitschleppen. Ihr braucht nicht die Items, die der Schmied braucht und ihr braucht nicht die Items, die die Verzauberin braucht. Die können bei euch in der Truhe liegen. Man kann es trotzdem machen. Das ist natürlich sehr praktisch. So. Brauchen wir 2 von. Brauchen wir 2, da haben wir insgesamt 10, die wir mitnehmen können. Das ist schon sehr viel. So, wir können auch zu den Dungeons hier hochgehen. Müssen nicht extra... Oh, guck mal hier. Ach, das sind 2 kleine gewesen. Na egal, nehmen wir auch mit. So, man kann es hier oben auch zu den Dungeons kommen. Der gleiche Weg, man landet im gleichen Weg wieder. Wie das auch funktionieren soll. Wenn man rechts aus der Stadt rausgeht oder nach oben, aber man landet direkt hier. Ach, jetzt wäre ich beinahe hier reingegangen, hätte einen fatalen Fehler gemacht. Denn wir haben ja das Portal eröffnet. Wäre jetzt ja blöd gewesen, da längs zu gehen. So, hier steht das Portal. Und da kommen wir direkt wieder in die dritte Ebene und suchen jetzt mal den Boss auf. Bin gespannt, wie der sich so verhält. Wir gucken uns den auch nochmal erstmal an, um zu lernen, wie seine Taktik ist. Der wird wahrscheinlich nicht so leicht zu sein wie der Wald, die Pflanze aus dem Wald. Gucken wir mal. So, hier geht's nach unten. Okay. Gleich mit einem. Okay, jetzt hat er mir das Ding zur Seite weggenommen. Habt ihr gesehen, oben das Schild, was ich hatte, aber das macht nichts. Guck mal, das können wir noch mitnehmen hier. Zack. Ah, den habe ich nur 2-mal getroffen, das macht aber nichts. Und jetzt ein paar Mal. Oh, schnell runter. Das rollt er hier rüber. Dann können wir ihn hier platt machen. Warum soll man sich in Gefahr bringen, ne? So, nächste Tür. Ja, ich wechsle zum... Es macht einfach mehr Sinn. Das dauert zwar lange, aber man spart unendlich viel Kraft. Oh, hier müssen wir schon aufpassen. Verdammt, Dachs. Dauert ewig, den zu killen, aber immer hinzurennen und so, da verliert man leider sehr viel Energie. Kann ihn auch noch anders killen, aber ich finde es so eigentlich relativ praktisch. Nervt immer so ein bisschen, dass sie sich überall hinlegen können. Zack. Gut. Nächste Tür. Was sehr praktisch ist,
sobald, ah Mist, sobald ihr das erste Mal, sobald ihr sobald ihr das Portal benutzt, habt ihr das Glück, dass die ganze Karte aufgezeigt wird. Ich zeige euch das mal. Wir sehen die ganze Karte komplett. Obwohl wir gar nichts hier erforscht haben. Ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll, weiß ich nicht. Aber es ist sehr praktisch. Ich weiß auch gar nicht, ich habe gar nicht nachgelesen, ob das so sein soll. Aber so ist es für uns sehr praktisch. Und bevor wir jetzt wissen, wir auch, wo der Boss ist. Der Boss ist oben. Aber wir werden alles durchforschen einmal, weil es gibt noch genug Truhen zu finden. Auf jeden Fall die lilane, die ist sehr cool. Da gibt es natürlich auch meistens immer die stärksten Bosse. So, jetzt mal gucken. Also, hier kann ich euch mal zeigen. Dieses Teil hier, dieses Symbol hier über den bedeutet, dass er, den setzen wir gleich hier rüber. Wenn wir zurückkehren, verwandelt er all dieses Gelee in 7 von diesen Barren um. Das ist natürlich sehr cool. Leider kann man die Barren nicht 7-fach stapeln. Das heißt, er würde nur 5 daraus machen. Es macht ja aber nichts. Das ist schon sehr cool. Dann hat man auf jeden Fall richtig viele Barren. Die brauchen wir ja. Dieses Symbol hebt einen Fluch auf. Das machen wir auch, denn dieses Symbol zerstört was. Also wir nehmen den und setzen hier oben hin. Und Fluch aufgehoben. Gleichzeitig ist natürlich auch der Fluch vom anderen aufgehoben, ne? So. Perfekt. Oh, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, dann verbrauchen wir diese kleinen Getränke. Und noch ein. Dann sind die weg. Die sitzen da hin. So, weiter geht's. Kommen wir von da oben? Kommen wir von da oben hin. Oh. Immer blöd. Aber wir müssen den, glaube ich, anders drücken. So, wie man sieht, habe ich schon echt viel Leben verloren durch den. Aber der ist leider so blöde. In so einem engen Bereich ist der wirklich sehr blöde. Man kann mit seinem Schild das Feuer ein bisschen blocken, aber trotzdem kommt man nicht dicht an ihn ran. So, gucken wir mal, wo wir hinkommen. Piu, piu. So, jetzt gehen wir nach oben. Da sind wir rausgekommen. Und gehen rechts rum. Ach man. Das ist nicht meine Idee, aber. Oh, hier haben wir natürlich Glück, dass er uns schützt. Diese Blöcke hier, also die können wir ganz gut mitnutzen. Dann können wir auch gleich schon ein paar Stunden Schaden anmachen. Gut. Dauert natürlich immer, aber ist die sicherste Variante. Glaubt mir. Wir können natürlich hiervon killen. Also hier, ich glaube, das ist nicht hier killt, der andere. Oh, jetzt ist der ja oben gleich wieder. Hm, okay. Will er nicht? Oh, das hängt ja da fest. Ich weiß gar nicht warum. Da ist ein bisschen verfranst. So, wieder was Perfektes. Und zwar ein Fluchzerstörer. Die nehmen wir alle mit. Zack. Kann man immer gebrauchen. So. Gehen wir noch hier oben. Hier oben ist ein cooles Bad für uns. Die Frage, ob wir jetzt direkt zum Boss marschieren. Oder uns das rechts nochmal angucken. Ich würde sagen, wir gucken uns den ganzen Dungeon trotzdem an. Und gucken, was wir noch so mitnehmen können. Hier ist nicht blöd. So viel Lava und man kann leider auch nichts gegen die Lava machen gerade. Oh. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Leben eingebüßt. So, und ich könnte natürlich jetzt meinen Trank verbrauchen, aber wir können auch einfach nur kurz hier baden gehen und tanken unser Leben wieder auf. Wesentlich praktischer. Und wir können wieder direkt zurückgehen und die Gegner sind ja nicht wieder da.
So, diese Feuerheinis könnten wir noch mit einem Pfeil killen. Dann schießen sie erst gar nicht rein. Können wir dann auch einiges von einsammeln. Und auch eingesammelt hier? Ja, guck mal. Das sind alles Sachen, die wir nachher eh zerstören werden. Also von daher. Mal gucken, ob wir irgendwas hier schon mal wegmachen können. Was wir nicht brauchen unbedingt. So, jetzt packen wir nochmal wieder ein paar Sachen da hoch, damit wir nicht drauf gehen. Zack. Zack. Mal irgendwas aufeinander stapeln. Das müssen wir leider so stehen lassen, denn das brauchen wir. Wir wollen ja, dass er, dass dieser das umwandelt. Dann lassen wir das so. Oh nein. Hab ich den nicht erwischt. Das Schild hochhalten. Ah, habe ich von der Seite natürlich erwischt. Man kann den Schild natürlich auch ganz locker ausweichen. Aber natürlich nicht im engen Raum, da klappt das nicht so. So, das ist auch fein. Das sind immer die Embleme, die die Sachen direkt nach Hause schicken. Das können wir auch mal machen. Nimm den mit. Und was wollen wir nach Hause haben? Vielleicht... Warte, wir müssen mal anders machen. Legen wir mal ab. Nehmen wir erstmal den hier. Und sagen... Schick das nach Hause. Jetzt können wir den nämlich nehmen und da oben rauf stapeln. Man muss immer ein bisschen kombinieren. Nicht einfach direkt reinlegen. Und wir nehmen den. Und der schickt dann den da oben nach Hause. Zack. So. Und jetzt können wir es natürlich alles mitnehmen. Zack. Haben wieder Platz. So, hier geht's noch unten. Okay, wir sind durchs Feuer gelaufen. War natürlich total behämmert von mir. Wie weit war denn jetzt das Wasser weg? Natürlich einmal zurücklaufen, das holen, aber wir gucken erstmal rein und dann heilen oder wir heilen uns auch gleich. Zack. Ach man, ein Viecher nerven aber auch. So, das sieht man in jeder Ecke, ist so ein Viech. Das kann man natürlich auch mit den Pfeilen killen. Einfacher. Und zurück. Ah, ich renne immer wieder in das Feuer rein. So, jetzt müssen wir uns einmal heilen hier hinten. War jetzt wirklich blöde. Und jetzt fall ich auch noch runter. So, warte mal. Ich nervig, aber man spart ja wirklich ein Getränk. Ein Trank meine ich. Das macht schon Sinn. So, wenn man sieht, mehr kann er nicht mehr heilen. Jetzt ist das Ding erstmal aufgebraucht. Schade eigentlich, aber na gut. Müssen wir durch. Dann waren wir, ne? Genau. Muss ich mal durchlesen, so ein bisschen die Story da. Ah, Mann! Also ab und zu. So, wir müssen schon aufpassen hier. Genau, es ist so ein Heini. Und da schickt er seine Vögel los. Aber er hält nicht so viel aus. Dass man schnell genug ist. Man kann ihn killen, ohne dass man da. So, hier können wir, der ist eigentlich ganz easy, denn wir können uns einfach hier hinter verstecken. Aufpassen. Boah, treffen tut uns eh nicht hier. Wir können natürlich ihn treffen. So. Gut, hier geht's nicht weiter. Das geht ja nur noch hier hoch, ne? Hier geht's auch nicht weiter. Warte mal. Haben wir jetzt alles. Ach, da haben wir alles erforscht, okay. Ja, dann lass uns zurückgehen. Und zum Boss laufen. Ich bin überlegen, ob wir den Boss jetzt machen sollen oder ob wir uns nur davor positionieren und erstmal nach Hause eiern und uns vielleicht nochmal aufrüsten so ein bisschen.
können wir alles machen. Und leider taucht dieser Brunnen zu nichts mehr. Okay. Der ist schon mal tot. Der ist schon mal gut. Das ist natürlich ärgerlich, die beiden da oben, weil die schießen wirklich diese blöden Vögel dazu hin. Aber schnell genug sind. Die Vögel ruhig hier hin. So. Ah, den Fox erwischt. So, den müssen wir weg haben. Jetzt haben wir noch dieses Typ, diesen Typen da. Müssen wir ruhig versuchen. So, jetzt rennen wir schnell hochziehen. Perfekt, und was haben wir hier drin? Das ist immer so schön, wenn man dann hier sieht, man könnte. Also wir können den aber benutzen. Den können wir hier hinpacken. Und den nehmen wir mit. So. Hier nebeneinander stapeln. Hier auch mehr stapeln. Da gehen immer nur 5. Ne, siehst du. Zack, zack. So. Noch 2 Getränke. Eigentlich haben wir 4. Ah. Oh, shit. Nein. Blöde Feuer. Ich krieg ihn jetzt nicht los. So. Super. Also warten wir noch mal kurz. Oder seine Feuerheinis noch mal schicken. Aber auf jeden Fall sammeln wir echt viele Sachen ein gerade, was sehr cool ist. Okay, hier haben wir noch was, das den Fluch entfernt. Und hier ist etwas, das dem anderen wert. Können wir eigentlich auch ganz gut nutzen noch mal. Und zwar setzen wir den. Dahin. Dann hat jemand den Fluch weg. Ich will da nichts mit anfangen, denn wir brauchen alle Flüche. Ja, viel mehr können wir nicht mitnehmen. Lassen wir es erstmal hier. Gucken wir mal kurz. Der Boss ist ja auch nicht mehr weit. Es ist noch ein Raum und dann ist der Boss da. Das heißt, wir werden hier einfach mal unser Portal öffnen. Und zurückgehen. So, es war wieder eine super lange Folge, ich weiß. Und ich versuche sie jetzt auch kürzer zu halten beim nächsten Mal. Also, von daher sage ich schon mal Danke. Wir verkaufen die Sachen und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie wir das dann mit dem Boss aufnehmen. Bium. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Obwohl, bevor ich sage bis dahin tschüss, schauen wir uns kurz ins Inventar an, dann seht ihr mich gleich, wie er die Sachen umgewandelt hat. Das zeige ich euch nochmal kurz. Und dann war es das. So, warten wir mal kurz. Also, gucken wir ins Inventar. Können wir sehen, jetzt haben wir richtig viele von diesen Blöcken. Und das ist natürlich cool. Ja, das war's. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.